Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 26.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im iOShop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir. Jo, nichts Neues. Machen wir mal eine schnelle Runde hier. Gehen wir gleich in die royalen Muckis rein. Ich finde die ganz okay. Für 200 V-Bucks und der Teil hat hier folgende Noten. Das ist der Mecha-Anführer. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. So, Gunshow. Folgende Noten. 2,92 von 5 bei 13 Votes. Ja. Am 4. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Jetzt ist das 18. Mal. 17 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 127 Tagen am 22. Juli. Jo, Wahnsinn. Weiter geht's. Dann sind wir bei dem Klack. Für 200 V-Bucks finde ich eigentlich persönlich ganz. Jo, jetzt ist irgendwie die Musik ausgegangen. Ja, gut. Finde ich ganz okay. Aber auch wieder nicht so der Oberbringer. Jo, Klack hat hier folgende Noten. Wir haben 4 von 5 bei 9 Votes. 23. April 2018, das erste Mal drin gewesen, 9. Mal, 13 Reminders. Weiter geht's mit dem. Der ist mega geiler, aufgeweckt. Für 800 V-Bucks das Teil, finde ich richtig, richtig cool. Und das hat hier folgende Noten. Wir haben 3,31 von 5 bei 29 Votes am 15. September 2018, das erste Mal drin gewesen, das 9. Mal, jetzt 37 Reminders. Dann sind wir bei der Pirouette. Oh, sieht das nicht toll aus mit dem Spider-Knight. Ja, ist jetzt für mich nicht wirklich irgendwas. Kriegt von mir, naja, eine durchwachsende Benotung. Hier haben wir 4 von 5 bei 4 Votes am 19. Oktober 2019. Das erste Mal drin gewesen, jetzt das zweite Mal 5 Reminders. So, dann sind wir bei der Facette. Finde ich persönlich. Oh, ist jetzt nicht der Oberknaller. Geht so. Da hätten wir folgende Noten. 3,45 von 5 bei 29 Votes am 9. August 2019 ist erstmal drin gewesen. Jetzt das fünfte Mal. 35 Reminders. Weiter geht's mit der Elmira. Da gibt's ja jetzt diese mega geilen Styles. Also diesen mega geilen Style. Teil des Arcane Künstlersets. Wurde in Season 6 eingeführt. Aber dieser neue Style ist noch nicht so alt. Sieht echt cool aus. Also gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Da haben wir jetzt folgende Noten. 3,61 von 5 bei 46 Votes am 16. November 2018. Das ist erstmal drin gewesen. Das achte Mal jetzt. 64 Reminders. Es muss allerdings dazu sagen, dass dieses Teil, ja, dieser neue Style ja erst neu hinzugekommen ist und dadurch die Noten meiner Meinung nach in Wirklichkeit jetzt aktuell besser sein müssten. So, Kristall erinnert mich immer so ein bisschen an die Myrte von Harry Potter. Für 800 V-Bucks das Teil hat hier folgendes Voting. Wir sind bei 4 von 5 bei 37 Votes am 4. August 2019 das erste Mal drin gewesen. Fünfte Mal jetzt 100 Reminders. Letzte Mal das Set im Shop gewesen vor 47 Tagen. Ich verstehe nicht so ganz, warum die hier mit dem Bronto in das Dino-Set gepackt wird für 1200 V-Bucks. Aber gut, ich muss nicht alles verstehen. Ja, ich finde den besser als die anderen Dinos, aber das ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht der Oberknüller. So, der Teil kriegt hier, hat hier momentan ein Voting von 3,35 von 5 bei 23 Votes am 4. August 2019. Das ist erstmal drin gewesen, fünfte Mal, 14 Reminders. So, dann sind wir bei dem Pterodactylus, den finde ich super geil. Und das Teil hat hier folgende Noten. 3,98 von 5 bei 47 Votes. 15. Mal jetzt drin, 18 Reminders. Weiter geht's mit dem Bite Mark. Kann ich nicht so wirklich was mit anfangen. Für 1200 V-Bucks. Diese Picke hier, da haben wir momentan 3,53 von 5 bei 53 Votes. 20. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das 18. Mal jetzt 33 Reminders. Jo, sind wir mit dem Set auch schon soweit durch, dann geht's hier weiter mit diesem Schicksalsrahmen, der Fated Frame. Mir gefällt das Teil nicht so wirklich gut. Hier haben wir folgende Noten, 3,1 von 5 bei 20 Votes am 24. Juni 2018, das erste Mal drin gewesen, das 13. Mal, jetzt 24 Reminders. Das Set, das letzte Mal im Shop am 9. August vor 109 Tagen. Weiter geht's hier mit dem Spaltflügel, den finde ich ganz cool.
Und das Teil hat folgende Noten. Wir haben 2,9 von 5 bei 20 Votes am 24. Juni 2018. Das war drin, das 13. Mal. 14 Reminders. Und zu guter Letzt denn noch der Skin aus diesem Set für 2000 V-Bucks. Da hinten finde ich auch, sieht diese Kugel ganz cool aus. Beim Fade. Hat hier folgende Noten. Wir haben 4,07 von 5 bei 191 Votes, was ziemlich gigantisch ist. Ja, 178 Reminders, auch schon das 13. Mal jetzt im Shop gewesen. Jo, weiter geht's mit dem anderen letzten Set hier. Hier haben wir diese Combo-Klingen für 800 V-Bucks. Mir persönlich gefallen sie nicht. Ich bin auch kein Fan dieser rosa Farbe. Die Combo Cleavers haben hier folgende Note: 4,12 von 5 bei 25 Votes. 20. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen, das Set. Ja, das fünfte Mal jetzt. 8 Reminders, das letzte Mal im Shop am 12. Oktober vor 45 Tagen. Dann geht's weiter mit dieser Lackierung. Dieses Mecha-Team. Auch das nicht so wirklich mein Fall für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 5 von 10. Jetzt auch mal hier nochmal eine Note von rausgehauen. Das Teil hat hier 3,15 von 5 bei 13 Votes. 2 Reminders. Jo, und zu guter Letzt kommen wir nochmal zu dem Mecha-Anführer. Ich war am Anfang noch begeistert. Hier ein Skin mit einem eingebauten Emote. Da hinten ist dieses Backpack. Ja, was soll man dazu sagen? Damit sind die Mechs ins Spiel reingekommen. Wir haben hier diese zwei verschiedenen Styles. Am Anfang war ich noch begeistert. Die Mechs haben dem Spiel sehr stark geschadet. Mecha-Anführer, auch wenn es ein Bärchen ist und wenn ich den eigentlich besser finden müsste, ich bin ziemlich enttäuscht gewesen von der Season 10 mit den ganzen Robots. So, der Teil hat hier folgende Note. 3,29 von 5 bei 56 Votes am 19. Juli 2019. Eben das erste Mal drin gewesen. Sechste Mal jetzt 23 Reminders. Jo, dann kommen wir noch zu der Benotung von dem ganzen Shop. Gehen wir mal hier raus, gucken uns das Teil mal an. Ich bin jetzt weder begeistert von dem Mecha-Anführer, auch dieses Pronto-Set ist jetzt nicht so der... Alles ist okay. Fate ist ganz cool. Ja, und auf der rechten Seite ist auch nicht wirklich berauschend. Ja, was soll man da tatsächlich dann für eine Note für geben? Ich werde mich jetzt entscheiden. Wir haben hier 607 Lovitz, 592 It's Meh und 1346 Hate It's. Lovit kann es schon mal nicht sein. Passt überhaupt nicht. It's Meh, naja... Nee, also diesmal kriegt der Shop von mir tatsächlich ein Hated. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator Code sofort und gleich TTV. Ja, und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop. Müssen wir mit mir in meinen Gleichschritt rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.